Moin. Seit einigen Tagen besitze ich das Spiel Homefront für die Xbox 360 und mir ist schon gleich am ersten Tag, kurz nachdem ich es ausgepackt hatte, ein wirklich richtig geiles, ich würde mal sagen, Easter Egg aufgefallen, nämlich schon im Booklet, und das ist echt abgefahren. Das möchte ich euch auf keinen Fall verborgen halten und jetzt nochmal zeigen. Das hier ist das Booklet. Ja, dazu lässt sich nicht viel sagen. Wichtig ist, was ihr hier auf Seite 3 finden könnt. Nämlich so etwas. Was ist das? Das ist ein sogenannter 2D-Code. 2D-Codes kennt ihr zum Beispiel auch vom Bahnhof. Die könnt ihr einfach scannen und dann ja, bekommt ihr eben gleich den Fahrplan. Oder auch manchmal ein Magazin, wo ihr eben gleich zu irgendeiner Website kommt und nicht erst lange suchen müsst mit eurem Handy. Und ja, dazu braucht ihr natürlich erstmal ein Handy, beziehungsweise ein sogenanntes Smartphone. In meinem Fall ist das hier das Samsung Galaxy S. Und dann müsst ihr euch an eurem Handy einen sogenannten Barcode-Scanner runterladen. Das ist kostenlos und gibt es sowohl im Android-Market als auch bei Apple. Und da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Dann habt ihr hier so ein Ding. Und jetzt spiegelt es leider ein bisschen. Ihr müsst diesen Barcode scannen. So, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr den Rest auch wieder wegmachen. Ja, das sieht dann so aus. Da bekommt ihr hier oben eine Internetadresse genannt. Und da müsst ihr auf Browser öffnen gehen. So, wenn der Browser es dann endlich geöffnet hat, kommt ihr hier auf eine Website. Wie man schon sehen kann, ist die auch von Homefront. Und da müsst ihr erstmal euer Alter eingeben. In meinem Fall ist das 18. Dann geht ihr etwas weiter. Und jetzt kommt ihr zu Manual, also Spielanleitung, und auf Wallpaper oder Video. Gegebenenfalls müsst ihr übrigens vorher nochmal eure Sprache wählen, falls ihr noch nie auf dieser Seite wart. So, wenn ihr jetzt auf Wallpaper klickt, kommt ihr hier zu diesem, ja, Bild. Und ihr könnt auswählen 360x640 Pixel oder 640x960 Pixel. Ich wähle jetzt mal das untere aus. Und sobald ich das untere ausgewählt habe, startet hier ein Download. Es kommt darauf an, wie eure Internetverbindung ist. Bei mir geht das relativ schnell. Und ja, jetzt klicken wir einfach mal auf diesen Download drauf. So, und da haben wir ihn. Das hier ist ja in dem Fall der Download von dem Booklet. Und jetzt kommt eigentlich das Easter Egg, obwohl, wenn das jetzt nicht schon ein großes Easter Egg wäre. Und zwar im gesamten Spiel sind diese 2D-Codes, ich zeige euch das nochmal hier kurz, versteckt. Und ihr könnt ja das Spiel anhalten und mit eurem Smartphone diese Codes scannen. Das geht ganz einfach. Die sind meistens relativ unscheinbar versteckt auf irgendwelchen Wänden, wo auch sonst irgendwelches Graffiti hängt. Und dann haltet ihr das Spiel an, drückt Pause, holt euch das Handy und scannt das. Da kann man einige Bilder sich runterladen, zum Beispiel diese hier und noch ein paar mehr. Und ja, das finde ich echt richtig, richtig geil gemacht. Da bin ich mal ganz ehrlich. Also sowas Krasses habe ich noch nie gesehen. Und ich finde das eine gute Idee. Wenn ihr sowas habt und das auch haben möchtet, dann haltet jetzt einfach mal das Video an und scannt auch den Code. Und ja, das wollte ich einfach nur mal zeigen. Daran merkt man, dass sich die Entwickler Gedanken gemacht haben. Das ist echt witzig. Würde mich freuen, wenn es sowas öfters mal gäbe in Videospielen. Das hat es mir echt angetan. Okay, ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch viel Spaß bei Homefront, falls ihr schon habt. Und bei diesem Easter Egg natürlich auch, falls ihr es ausprobieren wollt. Und dann sage ich einfach mal, haut rein. Moin. Ich packe für euch hier heute das Spiel Homefront aus für die Xbox 360. Und ich würde sagen, bevor ich darauf näher eingehe, mache ich einfach mal diese Folie ab.